So, der nächste, der jetzt dran ist, ist ein absoluter Leistungsträger, ein Spitzentyp. Ich habe keine Ahnung, wie ich aussehe. Stehen mir diese Klamotten wirklich? Wie werden die anderen reagieren? Ich freue mich einfach auf den Moment, auf die Gesichter der anderen, auf die Gesichter der Coaches. Hier kommt Dominik. Als die ersten Meter vorbei waren, habe ich wirklich gespürt, okay, das sind Blicke auf mir, jeder freut sich für mich. Mega, wow. Dominik, jetzt nach seiner so tollen Abnahme in so geilen Klamotten zu sehen, also der hat mich umgehauen. Alter Schwede. Dominik, ich möchte dir gleich zu Beginn mal ein riesen Kompliment machen. Du bist hier ein absoluter Leistungsträger und du hast so viel Gutes und Großes für dein Team geleistet. Hast so hart trainiert und nie deine gute Laune verloren. Dafür wirklich ein ganz, ganz, ganz großes Kompliment. Muss ich wirklich sagen. Das stimmt. Da schließe ich mich an in der Woche, wo wir ihn ausgeborgt haben. War er auch für sehr uns kurz ausgeborgt, natürlich. Ne? Ich weiß gar nicht, wie ich dich noch loben soll, aber das ist wirklich eine ganz, ganz tolle und großartige Entwicklung, die du da gemacht hast. Ja, rückblickend betrachtet war der Einstieg das Beste, was mir je passieren hat können. Ja. Knapp 30 Kilo schon weg in 7 Wochen. Also da passt doch alles zusammen gerade, oder? Ja, auf jeden Fall. Ja. Wie gesagt, sehr nervös, aber... Bist du nervös wegen dem hier? Auch, ja. Auch. Also ich habe keine Ahnung, wie ich aussehe. Ja. Ja, bin gespannt. Ja. Ja, jetzt bin ich gespannt. Jetzt ist der Moment, an dem ich herausfinde, wie ich aussehe, wie ich aussehen werde, wie ich aussehen kann. Bin gespannt, wie du reagieren wirst gleich. Dominik, hier ist dein neues Ich erstmal. Ja. Wahnsinn. Das ist nicht wiederzuerkennen. Du bist gerade ein bisschen emotional, ne? Ja, weil ich habe mir das hart erarbeitet, dass ich jetzt hier stehen darf und mich wieder mal so sehen kann. Mhm. Und die Klamotten hätte ich so vorher auch nie angehabt. So, ja. Zuallererst habe ich mein Gesicht betrachtet, wo ich dann wirklich gemerkt habe, wow, Dominik, sieht gut aus. Das ist irre. Geiler Typ, ne? Da, wow, wo ist dieser Bauch hin? Ja? Da sieht man dann, was die harte Arbeit so wert war. Ja? Nee, ja, macht mich stolz. Frag mich mal, wie stolz ich auf dich bin. Sind ja doch 30 Kilo weg. Ja, weißt du, was mir gerade ganz doll auffällt, wenn du das alte Ich anschaust da hinten, dann hängen deine Schultern so. So richtig runter und jetzt stehst du so da, aufrecht. Das ist ein ganz anderes Standing. Freut mich natürlich, ja. Ich habe mir meine Ziele immer so Step by Step vorgestellt. Ja, und jetzt stehe ich hier und kann es eigentlich gar nicht glauben, wie weit ich schon gekommen bin. Ja, und hoffe, dass die Reise noch sehr viel weitergeht. Ja. Ja, ich bin sehr stolz tatsächlich. Man arbeitet 7 Wochen sehr hart für das, was man hier erreicht hat. Und klar, man merkt die Kilogramm, die weg sind, aber man bekommt das nicht so mit, ja, was sich alles tut in deinem Körper. Und wenn ich jetzt hier so stehe, in diesen Klamotten, ganz neuer Dominik und ein ganz neues Ich, ja. Ihr seht toll aus. Wahnsinn. Ihr seid du so auch. Wahnsinn. Betty, du alte Punkerin, ha? Was ist los mit dir? Ja, meine nächste Kandidatin ist eine richtige Kämpfernatur. Also sie hat in der Vergangenheit so viele Dinge erlebt und die haben sie ja auch wirklich brutal eingeholt. Und sie hat aber nicht aufgegeben, sondern hat Stück für Stück das Ganze aufgearbeitet. Und ich bin unglaublich stolz auf diese großartige Verwandlung, die sie in den letzten Wochen schon durchgemacht hat.
Also ich merke, dass ich gefestigter bin, dass ich innerlich gewachsen bin und anfange, auch meine Stärke zu sehen, die ich halt einfach habe, weil ich habe sehr, sehr viel in meinem Leben durchgemacht, mitgemacht. Hier kommt meine Fabienne. Fabienne, ey, heißer Feger, wirklich. Also mega Auftritt, das Make-up, die Haare. Ich habe schon vorher gesagt, so dich sehe ich in der Lederhose auf jeden Fall. Oh. Voll wie Beyoncé so, weißt du? Also, ja. Fabienne hat ein unglaublich tolles Auftreten, ein Strahlen mittlerweile. Hallo. So schön aus. Fabienne, du siehst rattenscharf aus. Ganz tolles Outfit. Hättest du noch vor einigen Wochen dich getraut, sowas anzuziehen? Nein. Nein. Weil ich einfach nur schwarze Sachen angezogen habe, weil ich mich da wohl gefühlt habe. Und Farbe war halt immer so, das trägt auf. Und meistens das, was mir halt gefallen hat, hätte mir auch gar nicht gepasst. Also gab es nicht in meiner Größe. Und ich hatte auch gar nicht das Selbstbewusstsein dafür, Farbe zu tragen. Es wird Zeit, dass Farbe in dein Leben kommt. Das ist jetzt der erste Schritt. Wer schon weiß, dass du auf einem unglaublichen Weg bist, sind deine beiden Mamas. Beim Videocall haben sie sofort gesagt, mein Gott, bist du schön. Ja. Ja. Glaubst du, dass du jetzt auch gleich diesen Moment haben wirst? Ich hoffe es. Aber denke schon. Hab mich ja jetzt eine Weile nicht gesehen, ne? Wow. Boah, krass. Ich habe eine Taille. Ja. Oh. Schön. Da habe ich das erste Mal selber gesehen, dass ich mit mir selber im Reinen bin und bei mir selber angekommen bin. Ich habe schon oft vor dem Spiegel geweint, aber nicht vor Freude. Ja. Oh, Mensch, Mäuschen. Was für krasse Augen ich habe. Ja. Das ist mir noch nie aufgefallen. Du hast wunderschöne Augen und die kommen jetzt auch voll zur Geltung. Das Erste, was mir halt aufgefallen ist, waren die positiven Dinge an mir. Das hat mich dann so geflasht irgendwo, wo ich dann gedacht habe, krass, ich nehme mich ganz anders wahr. Heiße Schnitte. Doch, ich bin echt, bin glücklich gerade. Mir geht's richtig gut. Ich hoffe sehr, dass Fabienne begriffen hat, dass sie sich nicht mehr in dunkler Kleidung verstecken muss, damit sie keiner sieht. Nein, Fabienne kann jetzt rausgehen und sagen, bäh, schaut mal her. Ja, krass. Kann ich stolz sein. Und jetzt, Flirte mit Diego. So. Ich bin unfassbar stolz auf mich. Das ist einfach ein Gefühl, was man gar nicht beschreiben kann, weil man halt einfach jetzt sieht und auch merkt, dass der Weg sich einfach gelohnt hat. Jede Anstrengung, jede Schweißperle, jede Träne, jeder Schmerz hat sich einfach alles gelohnt. Mit 139 Kilogramm und vielen Selbstzweifeln ist sie gestartet. Jetzt strahlt Fabienne selbstbewusst in die Kamera. Maike! Oh, Fabienne! Girlie! Ha 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 ha!